Guten Morgen, kurz nach sechs, hier ist das Frühstücksfernsehen. Schön, dass Sie mit uns wach werden, liebe Zuschauer. Hotelwahnsinn in Deutschland. Alle haben ihr eigenes Beherbergungsverbot und keiner steigt mehr durch. Leere Zimmer in Schleswig-Holstein, Hotels in Thüringen platzen aus allen Nähten. Im thüringischen Jena darf man jetzt in den Herbstferien Urlaub machen. Das historische Hotel Zur Noll befindet sich direkt in der Innenstadt. Hierher kann kommen, wer will, kein Beherbergungsverbot. Davon können Hoteliers an der Ostsee nur träumen, denn Grömitz liegt in Schleswig-Holstein. Nicht weit vom Ufer steht hier das kleine Familienhotel Windspiel. Doch bei Familie Evers hagelt es im Moment Stornierungen. Die Buchungszahlen ändern sich fast täglich. Der eine sagt ab, dann will einer kommen, dann sagt er wieder ab, weil jetzt bin ich plötzlich Risikogebiet. Diese tagesaktuelle Abhängigkeit. Man weiß ja gar nicht, was morgen ist. Eigentlich war das Hotel gut ausgebucht, auch dieses Zimmer belegt. Doch die Gäste haben storniert. Seit vergangener Woche hat der 48-Jährige schon Stornierungen für über 4.000 Euro. Täglich warten auf die Zahlen, für welches Land man sich jetzt entschieden hat oder für welches Kreis oder für welche Stadt. Wir wissen es morgens. Zwischen 9 und 10 gibt es aktuelle Daten. Und dann entscheidet sich unser Tagesablauf. Wer kommt nicht. Ganz anders in Thüringen. Hier ist jeder Gast willkommen. Selbst wenn er aus einem Risikogebiet wie Berlin kommt. Es gibt keinerlei Beschränkungen. Unser Haus ist im Moment ganz gut gebucht. Unter der Woche haben wir Geschäftsleute und am Wochenende viele einzelreisende Touristen. Das ist sogar für Jena recht ein Novum. Aber wir haben über den Sommer gemerkt, dass die Gäste schon eher im Land bleiben, im Inland. Für die Hoteliers ist der Erfahrungsaustausch ganz wichtig. Jede zusätzliche Information in der Krise kann dem anderen helfen. Ich habe gehört, ihr dürft keine Gäste aus Risikogebieten mehr beherbergen. Ja, es ist ein einziges Chaos seit Donnerstagabend, was wir hier haben. Man hat geschrieben, Landesregierung lockert das Beherbergungsverbot. In Wirklichkeit ist es noch katastrophaler als vorher. Wir haben ein Auf und Ab seit Donnerstagabend. Gäste stornieren, die hören im Radio. Wir sind Risikogebiet, wir können morgen nicht mehr kommen. Nächsten Tag rufen sie an, war eine Falschmeldung, ich habe mich verhört. Es ist ein Graus. Und habt ihr irgendwelche Infos, was mit Stornokosten ist, ob die jemand übernimmt? Also wir handeln das momentan, wenn es ausgewiesen ist, er kann nicht kommen. Haben wir alle mit Zitronen gehandelt. Wir hoffen jedes Mal bei jeder Anreise, dass das Gebiet nicht auf dem Index steht. Die Situation wird für die Branche in manchen Bundesländern immer bedrohlicher. 70.000 Euro Verlust hat Martin Evers seit dem Ausbruch von Corona schon gemacht. Und gibt es hier was Neues? Ja, eine Stornierung. Ach, habe ich hiermit gerechnet. Michaela Jahn in ihrem Hotel in Jena hat bisher Glück gehabt, doch auch hier ist die Verunsicherung groß. Wir bekommen Anrufe schon für Reservierungen für Ende November, dürfen wir kommen, müssen wir einen Corona-Test machen und das ist schon ganz schön anstrengend, vor allem für die Mitarbeiter, die Fragen beantworten sollen und es eigentlich gar nicht so richtig können. Beide Hotelbetreiber wollen eigentlich nur eines, Gäste beherbergen und ihnen trotz Corona einen schönen Aufenthalt ermöglichen. Ich glaube, wir haben in den Sommermonaten gezeigt, dass wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen können. Und es ist schon komisch, dass man uns das jetzt wieder zur Last legt und sagt, also du könntest ein Problem werden. Das ist nicht nachzuvollziehen. Corona-Regelwirrwarr in den Bundesländern. Morgen könnte die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Beherbergungsverbote einzelner Bundesländer kippen.